Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Der Bruder des Königs, Herzog Ück, befindet sich nach wie vor im Kerker und nun ist es endlich an der Zeit zu entscheiden, was mit seinen Titeln, was mit seinen Ländereien passiert. Und ich hatte ja schon das letzte Mal angekündigt, dass König Cuspert II. Nicht diesen gesamten Familienzweig gewissermaßen enterben will, alle Nachkommen in Sippenhaft nehmen will, aber ihn durchaus etwas schwächen will zugunsten seines eigenen Zweiges und zwar dementsprechend ihnen die iberischen Besitztümer abnehmen will. Und das werden wir jetzt mal vollziehen. Also hier Titel aberkennen. Es geht um das Herzogtum Murcia und die beiden Grafschaften, die er selbst besitzt. Das können wir tun. Ohne Tyrannei. Er kann auch nichts dagegen machen. Und ich bin rein aus Neugierde gucke ich mal. Ja, das wäre dann ein Akt der Tyrannei. Insofern könnten wir auch gar nicht alles ihm nehmen. So, wir selbst werden das nicht mehr verwalten können, aber da Prinz Cuspert noch nicht einmal Herzog ist, denke ich, ist es jetzt an der Zeit, ihn auf diese Art und Weise zu stärken und ihm diesen Titel Herzogtum und die beiden Grafschaften zu geben. Er wird das auch, ja, er kann das auch verwalten, das ist hervorragend und außerdem ist er damit auch zum Herzog aufgestiegen und er hat gewissermaßen hier auch ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet. Auch das ist ja immer nicht ganz unwichtig und eine schöne Sache, wenn das der Fall ist. Wir haben einiges zu erledigen, was unsere Hofämter betrifft und müssen zweierlei oder vor allem eine Sache berücksichtigen. Ein Mörder geht um. Irgendjemand will den König umbringen und wir müssen darauf reagieren, das ist klar. Wir gucken mal. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Hofarzt. Wir haben leider keine guten Kandidaten. Deswegen werden wir einen Arzt suchen. Die Suche beginnen. Ich hoffe, da kommen dann entsprechende Kandidaten. Wir brauchen auch wieder einen Antiquar. Aber auch das sind ja keine Alternativen. Ein Seneschall. Oh ja, Gersenda war, glaube ich, Seneschall. Sie wird das wieder werden. Die werden wir wieder einsetzen. Hervorragend. Und was wir eigentlich ebenfalls benötigen, denke ich, noch einen weiteren Leibwächter. Der Jahaf ist allerdings einfach nur schrecklich. Aus dem Grunde wird es mal an der Zeit und wir haben langsam auch die Mittel dafür, Ritter einzuladen. Ihr wisst, die Ritter sind ja immer sehr, sehr teuer inzwischen. Gute. Aber wir brauchen sie, um sie als Leibwächter anzustellen. Aber das war nicht alles. Wir gucken nochmal bei den königlichen Titeln. Ich denke, ein Oberjägermeister, weil wir gerne jagen, sollten wir durchaus vergeben. Graf Schill. Ja, kommt. Geben wir ihm diesen Titel. Der sollte weiter zufriedengestellt werden. Und ein Mundschenk ist natürlich auch überaus praktisch. Denn ich hatte die Chance, Mordkomplotte mit Gift aufzuhalten. Und hier bietet sich Jahaf tatsächlich sogar einigermaßen an. Der neue Mann, den wir aus dem Kerker rekrutiert haben. Ich würde sagen, wir werden ihn einsetzen. Ja, seine Meinung ist nicht die beste. Es ist natürlich ein Problem, ne? Wenn jemand uns umbringen will, könnte er... Ja, wird schon klappen, würde ich sagen. Wird schon klappen. So, Stallmeister, Hofbaumeister, ja, okay, das ist alles klar. Dann warten wir mal auf die Ritter, ob da jemand dabei ist, der dann auch als Leibwächter fungieren kann. Das wäre doch eine gute Sache. Auf den Arzt warten wir auch. Außerdem müssen wir einen neuen Marschall bestimmen. Wir gucken mal. Ja, Graf Schill muss einfach Ratsverwalter bleiben. Der ist zu wichtig in dieser Position. Prinz Cuspert, den könnte man natürlich als Marschall einsetzen. Allerdings gibt es auch keine wirklichen Alternativen hier für die Position des Kanzlers. Ich will nicht irgendeine für uns völlig fremde Baronin zur Kanzlerin machen. Ja, Haff, der Mundschenk, kommt mir auch komisch vor. Und dann kommt er schon. Oder eine Bürgermeisterin. Nee, das passt irgendwie alles nicht. Nee. Insofern werden wir einen schwächeren Marschall einfach hier nehmen. Hier ist ein Graf, der schon lange uns treu ergeben ist. Graf Musa. Den werden wir hier mal zuweisen. Der wird die Sache erledigen. Okay, und wir können dann, glaube ich, auch dem Erzbischof... Ja, wollen wir nochmal einen Anspruch? Nee, ich denke nicht. Wir versuchen jetzt mal nochmal erneut Cordoba zu konvertieren. 5 Jahre dauert das. Ich hoffe, wir haben jetzt den langen Atem dafür. Soweit erstmal zu diesen Dingen. Die Frage ist, also, ja, wir haben jetzt diesen Anspruch hier, den wir auch durchsetzen können. Und ich denke, wir sollten auch nicht lange zögern. Wir gucken mal. Erst
verbündet mit Gräfin Ippolita von Mallorca und Graf Hill. Ob die sich einmischen werden? Titel aberkennen. Grafschaft, 9%, dass er annimmt. Bei Ablehnung. Brigida wird sich dem Aufstand anschließen. Okay, da gibt es sowieso eine langanhaltende Feindschaft, die kann uns nicht leiden. Vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit. Leider könnten wir diese zusätzliche Grafschaft allerdings nicht verwalten. Das ist ein bisschen tragisch. Ich denke, das Blöde ist, wir wollten die eigentlich auch unserem Sohn geben, aber der kann die auch nicht verwalten. Aber es geht ja jetzt gar nicht um die Grafschaft selbst, sondern Graf Arnoux muss hinter Gittern. Und ich glaube, wir sind auch so wütend in dieser Sache, dass er eigentlich hingerichtet werden muss. Okay, wir werden das starten. Titel aberkennen. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit ablehnen. 9%, aber wer weiß, ne? Vielleicht haben wir ja Glück in der Sache. Ernsthaft? Wieso ist das jetzt ein Akt der... Ach so. Das gilt jetzt als Akt der Tyrannei. Wir hatten ja... Ach ja. Oh mein Gott. Der Plan war ja ein ganz anderer. Der Plan war, dass er Nein sagt, dass es dann einen Bürgerkrieg gibt und wir ihn dann legitim einsperren können. Und jetzt ist er uns quasi... Oh mein Gott, jetzt ist er uns gewissermaßen zuvorgekommen, indem er Ja gesagt hat, uns damit öffentlich zum Tyrannen quasi gemacht. Das ist ein... Der Typ ist ja widerlich. Das ist ja so perfide, was der jetzt hier gemacht hat. Wir stehen ja jetzt wie der schrecklichste Tyrann da. Sind wir vielleicht auch, aber... Oh mein Gott, er hat uns schon wieder ausgetrickst. Gut, er ist nicht mehr Graf, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich habe eh keine Chance und dann... werde ich ihn öffentlich gewissermaßen bloßstellen. Wie perfide. Wie perfide. So, jetzt haben wir Malaga und können damit gar nichts anfangen. Eieieiei. Und damit hat sich mit allen Untertanen die Meinung um 30 verschlechtert. Das ist schon dramatisch. Das könnte dramatische Konsequenzen haben. Was für ein cleverer Bursche. Und wo ist der jetzt eigentlich hin? Verdammt. Wir müssen uns den merken. Warte mal, wir können mal, glaube ich, auf Titelgeschichte können wir die noch finden. Wo bist du jetzt eigentlich? Landlos in Malaga. Können wir ihn jetzt irgendwie... Ja, Mord. 23 Monate. Der wird wahrscheinlich auch den Hof verlassen, ne? Okay, Leute, was machen wir jetzt mit der Grafschaft? Ich meine, wir könnten sie unserem Sohn auch noch geben. Der kann sie ja dann weitergeben, was ja seine Herrschaft irgendwie auch stärkt. Er kann halt nur 3 verwalten, das ist ein bisschen das Problem. Aber wenn es ja einen neuen Vasallen gibt, dann wird er natürlich auch mehr anerkannt. In dem Zusammenhang, jetzt wo wir das Problem erledigt haben, könnten wir übrigens was anderes noch tun. Das würde ihn nochmal stärken. Wir können das Herzogtum von Granada erschaffen. Ja, ich denke, das machen wir. Wir werden diesen Titel erschaffen und dann das Ganze dem Sohn beides quasi übergeben. Nämlich das Herzogtum Granada mit der Grafschaft. So, jetzt hat er zwar eine Grafschaft zu viel, aber... Ah, Schild ist jetzt nicht mehr... Verdammt! Verdammt! Daran hat der König nicht gedacht. Unser wichtiger Verwalter ist ja jetzt nicht mehr unser direkter Vasall. Und damit, naja, okay. Damit verlieren wir natürlich ein gehöriges Stück unserer Einnahmen. Was ist denn die Alternative? Eine Bürgermeisterin. Noch eine Bürgermeisterin. Ja. Klar. Besser als nichts. Ach ne, ein Bürgermeister ist das, Bernard. Ja gut, okay, 15 ist auch noch ziemlich talentiert. Okay, und auch ein Ratsmarschall steht damit nicht mehr zur Verfügung. Gosper wollen wir als Kanzler behalten oder gibt es da nochmal was Neues? Ja, diese Barone, nee. Wir müssen jetzt wieder... Ja, dann der Typ, der uns ja hier das Knie gebeugt hat, Graf Bernard.
Es war kein grandioser Marschall, aber nehmen wir ihn mal dort rein. So, dann warte ich jetzt mal auf den Arzt und die Ritter, die möglicherweise kommen können. Gut, was haben wir denn hier? Katharina. Ja, relativ guten Bildungswert. Hinterlässt sie arrogant fleißig. Naja, die Frage ist, inwieweit wir das wissen. Schwächer. 16er Bildung. Aber ist das ausreichend, um diese Position einzunehmen? Wir gucken mal. Er hat mit 18 Bildung Wert von schlecht. Aber ein Erzbischof als Arzt finde ich auch merkwürdig. Komm, wir nehmen Katharina. Ganz schön teuer. So, wie wird sie jetzt ausgewiesen? Das würde mich mal interessieren. Eignung schlecht. Naja, vielleicht lernt sie noch. 41. Hofpracht ist erstmal wieder gefallen. Und jetzt haben wir hier einen guten Ritter. Und jetzt ist die große Frage, wie teuer ist der? 95. Okay, können wir uns leisten, werden wir rekrutieren. Und damit, hoffe ich, haben wir jetzt einen anständigen zweiten Leibwächter. Durchschnittlich immerhin. Wird eingesetzt. Unser erster Leibwächter ist schlecht. Auch den können wir vielleicht noch austauschen. Dann, wir brauchen noch einen Hofantiquar. Das könnte unsere Ärztin mitmachen. Das ist irgendwie traditionell offenbar. Auch der Job der Ärzte hier bei uns im Hof. Der letzte Arzt hat dies auch erledigt. Ein Artefakt. Ich glaube, da steht uns der Sinn im Moment nicht danach. Ja, okay. Der Rest ist dann so, wie es ist. Aber es gibt noch einen Krieg zu führen, für den wir auch jedes Recht haben. Nämlich, es geht hier um das Herzogtum Navarra. Hier ist, glaube ich, der Friedensvertrag abgelaufen. Der hat auch nur einen schwachen Verbündeten. Und insofern können wir hier ganz einfach unser de jure Recht durchsetzen. Genau. Das Scheichtum zu erobern kostet uns nur 25 Prestige. Das machen wir hier für unseren zweiten Sohn, damit das Gebiet hier konsolidiert ist. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Und wir werden unsere Soldaten hier ausheben. ...603 Mann hat der Gegner dort. Wir sind in 3, 2, 1 Tagen vollzählig. Was hast du? Du bist aggressive Angreifer. Wir wären tatsächlich der beste Mann bei der Armee, aber naja. Nee, so sehe ich unseren König nicht. Er steht zwar in den Bergen, aber ich denke, wir können trotzdem attackieren. So, der Verbündete tritt mit ein, aber der hat nicht viel. Wir kämpfen insgesamt gegen 983. Ja, und das ist auch die Hauptstadt, insofern bleibt uns nichts anderes. Prinz Gusper ist zu Gast bei dir, Brigida? Wie kommt der, was macht der denn da? Die Art, wie er sich, ach so, weil der auf heimische Angelegenheiten ist, die Art, wie er sich in meinen Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein Fürst entsendet denn eine derart schreckliche Vertretung? Okay, aber bei Brigida ist das eh egal. Die kann uns sowieso nicht leiden. So, und da kommt es zur Schlacht unter ungünstigen Bedingungen. Ja, und schon wieder die Nachricht, dass uns jemand umbringen will. Obwohl, warte mal. Quatsch. Das ist nur ein... Okay. Okay, wisst ihr was? Kann es sein, dass ich die... dass ich ein bisschen überreagiert habe und die Nachricht missverstanden hatte? Dass es gar nicht um einen Mord geht? Sondern es geht nur um das Komplott Druckmittel fingieren gegen euch? Na gut. Ja, egal. Vorsicht ist ja auch ganz gut. Wer weiß, was noch dahinter steckt. Okay, es ist ein bisschen überreagiert worden. Definitiv. Oh, und Katharina ist jetzt schon Jungärztin geworden. Das ist erfreulich. Gut, dann droht doch nicht ein Mordanschlag. Zum Glück. Und, ach, das ist ja irgendwie ein bisschen niedlich. Unsere Frau
wird jetzt auch noch offiziell uns die Treue schwören, Königin Hana, und das Knie beugen. Aber sag mal, ist sie krank? Oh, und trotzdem tut sie dies? Das müssen wir doppelt anrechnen. Sie kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde ihre Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet. Auch wenn die Königin die vulgär-dockischen Schwüre ganz klar geübt hat, spricht sie einige Abschnitte dennoch falsch aus, was deren Bedeutung auf lustige Weise verändert und dazu führt, dass meine Höflinge ein Kichern unterdrücken müssen. Oh mein Gott. Hanna. Ich denke, dass wir uns hier lobend äußern. Ja, natürlich. Außerdem ist sie krank, ne? Das muss man mitbedenken. So, der nächste Ritter ist eingetroffen. Ich denke, auch den werden wir nochmal rekrutieren, wenn wir die Mittel haben. 55 Gold. Kann auch sein, dass da noch einer gewesen ist, den ich übersehen habe. Wir gucken mal kurz bei den Gästen. Nee, ich glaube, da ist doch noch keiner gekommen. Okay, aber wenn der gut genug ist, werden wir unseren Leibwächter Yusuf hier mal austauschen. Gegen Majid. Ja, das ist der bessere Mann. Ersetzen. Aber vielleicht gehen wir dann doch wieder runter. Wir warten mal ein bisschen ab. Also wenn da keine weiteren gefährlichen Meldungen kommen, dann werden wir die Sicherheitsstufe auch wieder ein bisschen untersetzen, würde ich sagen. Was? Was ist das? Gusper ist gestorben? Oh Gott, wie konntet ihr Gusper das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Und ihr wisst, wir haben gesündigt. Was ist denn mit ihm passiert? Er starb unter mysteriösen Umständen, im Alter von 24. Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihm. Das hatte er nicht verdient, nein. Hatte er nicht. Oh Gott, und unsere Tochter? Oh mein Gott. Wir müssen dringend Ermittlungen anstoßen. Sunario, was ist da los? Was ist passiert? Puh, okay. Das heißt, jetzt wird Prinz Girard alles erben. Und wer weiß. Ich meine, hier dürfte es nicht stehen. Wer weiß, ob nicht er dahinter steckt. Er ist wahnsinnig, ne? Das müssen wir uns in Erinnerung rufen. Und, warte mal, hat er jetzt... Ach, der hat das alles von seinem Bruder geerbt. Oh Gott! Also, er ist der größte Profiteur von diesem Ereignis, das muss man sagen. Aber ich weiß nicht, ob unser König wirklich das glaubt. Naja, er wird die Sache untersuchen lassen, aber was ist wenn? Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Und vor allem, er hat noch keine Kinder? Was ist denn mit Benoit los? Was ist denn mit ihm los? Wahnsinnig Anspielung Stufe 2? Komisch. Das ist überaus merkwürdig, wie ich finde. Okay, also das sind ja gravierende Ereignisse. Ich bin mal gespannt, wie er die Titel jetzt hier vergibt. Was er damit macht. Oh mein Gott. So, aber damit, wir müssen natürlich erstmal irgendwie unseren anderen Sohn in den Rat holen. Welche Position könnte er dann einnehmen? Ja, wahrscheinlich am ehesten noch Marschall, oder? Wir müssen auf jeden Fall öffentlich zeigen, dass wir hinter ihm stehen. Wer kann denn hier Kanzler werden? Dann wird Graf Bernard der jetzige Marschallkanzler. Der ist aber auch unfähig. Aber Sunario brauchen wir unbedingt als Ratsspitzel.
Warte mal, hat unsere Frau noch irgendjemanden? Aber unsere Frau ist krank? Nee. Keine weiteren Beziehungen. Die wird sich eh im Moment nicht einmischen. Okay, wir werden das hier verwenden. Nee, Quatsch. Wen wollten wir jetzt? Warte mal. Ich wollte zum Kanzler. Ja, genau. Bernard machen. Und dann unseren Sohn zum Marschall. Okay, schwierige Sache. Na gut. Das ist natürlich jetzt auch hier schwierig für diese Eroberung, weil normalerweise müsste das auch Girard erhalten. Weil er ist ja Herzog von Navarra. Oh mein Gott, er ist dadurch viel, viel mächtiger geworden als wir selbst. Uns wird, glaube ich, ein bisschen Angst und Bange. Naja, so mächtig nur auch nicht. Aber eigentlich mit der Zeit, wenn er das aufbaut. So, was ist hier los? Unsere Ehefrau greift an. Hanna greift Chill an. Tarragona. Sie will Tarragona haben. Ernsthaft? Krass. Na, mit dem hatten wir sowieso Probleme. Insofern unterstütze ich den Angriff meiner Frau. 148 Gold. Kann der noch irgendwas bieten? 117. Nee, das scheint insofern ein Selbstläufer zu werden. Aber das ist ja auch eine merkwürdige Entwicklung. So, die Verbündeten kommen, können da aber mit Sicherheit nichts ausrichten. Wir werden jetzt das Ziel hier durchsetzen. Aber, warte mal, kriegt das Girard gleich? Ich glaube ja. So sei es. Es war ja sein Anspruch. Wow. Was macht er denn jetzt? Hat er die Grafschaft jetzt? Eigentlich müsste er sie haben, ne? Ach nein. Der bleibt... Warte mal. Der bleibt Vasall. Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Habe ich hier einen Missklick gemacht? Was ist hier gerade passiert, Leute? Verstehe ich gerade nicht. Ein Ringauslöser wurde von König Gusper aktiviert. Ein Krieg gewinnen, den man gegen einen anderen beteiligten Herrscher begonnen hat. Ja, klar. Aber wieso hat er noch die Grafschaft von Navarra? Beziehungsweise wenn... Okay, ich könnte... Ach, Quatsch. Leute... Alles in Ordnung. Der ist einfach nur Untergebener. Ich dachte, das war vom Kartenmodus jetzt her ein Missverständnis. Er ist Vasall von Girard. Und insofern ist es jetzt Teil unseres Reiches. Und insofern ist alles korrekt gelaufen. Mich hat nur dieser Kartenmodus gerade nur verwirrt, dass hier diese Farbe extra war. Okay. Verwirrung beendet. Wir können unsere Armee auflösen. Sind immer noch perplex von all diesen Dingen. Vormund für unsere Tochter. Ich würde mal sagen, da könnten wir eigentlich unsere Frau nehmen, aber die ist krank. Die ist im Krieg. Die müsste doch eigentlich auch in Frage kommen, oder? Dann müssen wir das vielleicht Mündel anbieten. So geht's. Ja, soll sie sich mal darum kümmern. Ist sie? Sie ist aragonische Kultur. Nee, dann wollen wir keine Kulturwechsel machen. Vorschlag abschicken. Okay, Waffenstillstand mit Parma endet. Ist hier noch irgendwas Neues? Oh, es gibt Gefangene und dementsprechend Lösegeld. Berengaria Salamit 25 Gold. Das wird gerne eingefordert. Hervorragend. So, Zahlung von unserem Sohn wollen wir nicht. Die spielen keine Rolle. Bande wollen wir auch nicht. Ein Bündnis mit unserem Sohn ist eine reine Formalie, aber wer weiß. Und damit ist der nächste Diplomatievorzug da, oder? Ja, genau. So, Herz der Familie. Innerhalb der engen Verwandtschaft eine verbesserte Meinung. Tja, ist das Ganze eigentlich noch
unser Thema. Was ist überhaupt sein Thema? Gute Frage. Beeinflussen haben wir lange nicht gemacht. Anfreunden liegt ihm nicht so sehr. Ja, wir gehen auf Herz der Familie. Nun gerade, wo die Familie zusammenrücken muss, unser erster Sohn gestorben ist, müssen wir noch bessere Beziehungen pflegen. Aber hier, genau, das ist eigentlich das, worauf es jetzt ankommt. Das will er, will herausbekommen, wer seinen Sohn ermordet hat. Das ist doch jetzt das Hauptansinnen. Jetzt wäre eigentlich der richtige Moment für das Trinken. Aber im Moment können wir leider nicht. Wir können nur einen Selbstmordversuch unternehmen, aber ich denke, so weit ist es noch nicht. So, Hingabestufe erhalten. Wir sind pflichtschuldig. König Charles, Burgund, greif wegen Artefakt an. Die Grafschaft Pavia. Also eher unbedeutend. Und Aufgabe beendet. Bin ich auch hier am richtigen Hof? Ja. Warte mal, ist das der richtige Hof? Befindet er sich an unserem Hof? Das ist immer die große Frage, ne? Also eigentlich ist er da, aber er ist ja auch unser Ratsmarschall und direkter Vasall. Es kann sein, dass wir hier gar nichts über ihn finden werden. Aber hier hat ja der Mord stattgefunden? Auch nicht, ne? Okay, also potenziell ist Granada vielleicht noch ein Ziel. Aber ich denke, wenn wir hier nichts finden, müssen wir da mal suchen. Das ist mir tatsächlich nicht immer ganz klar, wo man was suchen muss. So, wir haben hier noch einen Albino-Kämpfer. Haben wir noch die Mittel? 60, ja, wir werden auch ihn noch rekrutieren. Okay, die Sache mit dem Hofmusikant, aber uns ist im Moment auch nicht nach Musik zumute. Die Sache mit dem Mord war also gar nicht so falsch. Bloß er richtete sich ganz offensichtlich nicht gegen uns, sondern gegen unseren Sohn. Und was ist jetzt eigentlich mit unserer Tochter? Also mit, ne, ihr wisst schon, was ist mit der eigentlich jetzt? Offiziell unsere Nichte Estefania. Immerhin, sie befindet sich an unserem Hofe, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee, sie ist in Murcia. Oh mein Gott, die müssen. Und sie kommt nicht? Bezahlt für die Reisekosten. Aber es reicht immer noch nicht. Warum? Ernsthaft? Grundzurückhaltung. Ihre Meinung ist nicht die beste. Oh Gott, sie ist eine heimatlose Wanderin. Wir müssen sie überzeugen. Ist doch ganz klar. Können wir ihr ein Geschenk schicken? Ja, können wir. Ob das reichen wird? Vermutlich nicht. Minus 3. Was können wir noch machen? Wir können maßvoll, sadistisch, geduldig. Wir könnten ihr ein Artefakt schenken. Zum Beispiel das Schachbrett. Ah, okay. Aber das Geschenk wird nicht weiter die Meinung beeinflussen. Na gut, dann werden wir versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen und sie so weit zu beeinflussen, dass ihre Meinung, ja, dass sie der Meinung ist, sie sollte zurück an diesen Hof des Königs. Sie weiß natürlich nicht, warum. Also sie hat natürlich auch diese Gerüchte gehört, aber der König hat das ja immer abgestritten und offiziell ist es nie bestätigt worden. Naja, sie weiß schon, dass der König irgendwie, dass es ihm an ihr liegt, aber es ist vielleicht auch deshalb die Zurückhaltung. Vielleicht möchte sie auch deshalb nicht so gerne zurück. Aber der König wird alles versuchen, um sie zu überreden, damit sie wieder in Sicherheit ist und nicht dort bleibt, wo ihr Mann und unser Sohn umgebracht wurde. Das müssen wir auch bedenken. Ne? Also, stimmt, Murcia war auch ja auch sein Sitz. Das heißt, dort könnte vielleicht auch noch eine Suche helfen. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.